fliege übermorgen nach Amerika, wenn alles gut läuft. Also, okay, wie erkläre ich das? Es könnte sein, dass ich heute erfahre, dass ich erst in einer Woche oder so fliege. Und das wäre ziemlich kacke. Ich muss mich fertig machen. Ich muss nämlich noch zum Arzt und zum Zahnarzt, weil ich einen heftigen Ausschlag am Arm habe. Ich weiß nicht wovon. Ew, Entschuldigung. Und ich muss zum Zahnarzt, weil mir mein Zahn innen eingerissen ist. Und jetzt habe ich da eine Stille. Auf jeden Fall, warum ich gesagt habe, dass mein Flug eventuell umgebucht werden muss. Und ich habe mein Visum noch nicht. 2 Tage vor Abflug. Wem habe ich da angerufen und meinten die so, oh nee, wir haben es nur vergessen. Oder es ist nur irgendwie, wir dachten, du holst das ab. Und ich saß in der Zeit in Frankreich und ich dachte mir so, ich glaube, ich kann das nicht abholen. Also hat sie gesagt, okay, zahl nochmal die 20 Euro für Expressversand und wir schicken es dir. Und dann ruft mich ein Mädchen an und sagt so, hey, ich habe gerade deinen Reisepass erhalten. Und sie hat einfach nur den gleichen Nachnamen wie ich. Und die haben es einfach an sie geschickt. Und das war ungefähr 5 Tage vor meinem Abflug. Also habe ich sie darum gebeten, dass sie es bitte an mich schicken soll. Und jetzt sind es 2 Tage bis zum Abflug. Und ich habe meinen Reisepass nicht, ich habe mein Visum nicht. Ich habe mich gestern von meinen Eltern verabschiedet. Weil meine Eltern noch eine Woche in Frankreich bleiben. Es war schon emotional, weil ich wusste, dass dieser Abschied irgendwie schwerer ist als der von meinem Auslandsjahr. Weil meine Familie und ich einfach so zusammengewachsen sind. Ja, ich bin gestern erst aus Frankreich zurückgekommen. Und ich hoffe so sehr, dass ich am Mittwoch fliegen kann. Es ist gerade Montag und ich werde dich auf jeden Fall updaten. Aber es ist alles gerade sehr, sehr stressig und messy. Und ich würde einfach gerne mal wissen, was jetzt abgeht und ob ich überhaupt fliege und wann ich fliege. Und ich habe heute auch ein Meeting mit so einer vom College und die sagt mir heute, was für Kurse ich bekomme. Und ich habe so Angst vor diesem Meeting, weil ich Angst davor habe, dass sie mir sagt, dass die Psychologiekurse schon voll sind. Okay, bye bye, see you later, Alligator. Oh mein Gott. Ich habe es so vermisst zu vloggen. Ich sitze gerade in dem Auto von meinem Papa. In dem Firmenwagen, er gibt den bald ab. Aber ich liebe dieses Auto. Und schau, das ist so nice. Damit sind wir auch nach Frankreich gefahren. Und dieses Auto kann gefühlt selber fahren. Also man kann einfach so einstellen, dass es ein Tempomat und ein Pilot Assistant haben soll. Und dann fährt es selber. Wenn man die ganze Zeit in Belgien nur 120 fahren darf, ist das sehr angenehm. Ich habe so vermisst zu vloggen. Bereit, los geht's. Ja, okay. Bye, bye. Hallo. Janne! Ich krieg die Friseur, ja? So, ja, was machst du im Zimmer? Ich bin in deinem Zimmer. Jan! Jan, kannst du bitte aus meinem Bild gehen? Ich kann nicht sehen, was du in der Hand hast. Ich habe keine Kontaktlinsen drin. Ich filme dich nicht mehr. Hör auf zu posen. Also, es ist mittlerweile 16 Uhr. Ich habe schon extrem viel erledigt. Ich war schon das Auto waschen. Ich habe meine Pflanzen runtergebracht und versorgt, damit meine Mama sich um die kümmern kann. Ich habe mein Visum bekommen, beziehungsweise meinen Reisepass heute. Den habe ich dann an meine Organisation geschickt. Und mein Flug wird nicht umgebucht, das heißt, ich fliege übermorgen. Dann habe ich meinen Koffer ausgepackt. Ich habe mein Zimmer, nee, habe ich noch nicht aufgeräumt, aber ich bin dabei. Ich habe sehr viel Wäsche gewaschen. Jetzt muss ich nichts mehr waschen. Und jetzt warte ich gerade auf einen Zoom-Link, weil ich mit einem Academic Advisor von meinem College gleich über meine College-Kurse reden werde. Und dann wird sie mir sagen, welcher Kurs der beste wäre für mich. Und dann gucke ich, ob ich in Psychologie-Kurse reinkomme. Ich habe mich für 10 Kurse interessiert und ich hoffe, 10. Und ich hoffe, dass ich da reinkomme. Okay, ich durfte mir 10 Kurse aussuchen und letztendlich werde ich 3 oder 4, glaube ich, haben. Ich habe mir als erstes Introduction to Psychology ausgesucht, also Psychologie. Dann habe ich mir Basic Food Skills ausgesucht. Das ist eine Mischung aus Ernährungswissenschaften und Kochen. Also relativ praxisorientiert. Dann habe ich mir Painting ausgesucht. Dann habe ich mir Nutrition into Culinary Art ausgesucht. Das ist... Das ist Nahrungsergänzungswissenschaften. Dann habe ich mir positive Psychologie ausgesucht. Yoga, falls ich sonst nichts bekomme. Keramics, das ist Töpfern, auch wie gesagt, falls ich nichts bekomme. Dann nochmal Introduction to Psychology, aber auch nur so als Ausweichkurs, weil den Kurs, den ich möchte, der steht bei mir ganz oben. Dann noch Figure Drawing, also einfach Figuren malen. Und Introduction to Criminology, also Kriminologie sozusagen. Und später geht es noch zu meinen Freunden, weil ich Tschüss sage.
irgendwie weird, weil meine Freunde ziehen teilweise auch weg und studieren alle. What that means is that the first course that you want to take, which is the Psych 106, you don't meet the requirements to take it. So the two psychology courses that you want to take, you unfortunately will not be able to take it. All right. Okay. Is there any chance to study psychology? Because that's like what I want to do. Okay. I could put you in. Really? Yes. Yeah. Okay. Also, ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, aber als erstes hat sie mir gesagt, dass ich die Psychologiekurse nicht nehmen kann, weil man vorher in Amerika einen Englischkurs gemacht haben musste. Dann hat sie sich nochmal meine Tests angeguckt und meinte so, ist gar kein Problem. Und ich darf jetzt einen Psychologiekurs nehmen. Dann habe ich einen Fotografiekurs, aber mit analogen Kameras. Ich habe eine Nutrition and Health Class, das heißt Ernährung und Gesundheit. Und ich glaube, ich habe Keramik, also Töpfern. Ein Pfannkurs muss dabei sein. Ja! Und ich muss nur montags, mittwochs und donnerstags hin. Nein. Bitte. Ich habe alle Unterhosen, Laufschuhe und wo steht die Kinder? Oh. Eingecheckt. Richtig verwirrend. Wir sind 5 Mädels und wir kriegen es nicht hin, in einer Reihe zu sitzen. Okay, ich habe Bikinis, Laufschuhe, T-Shirts, Tops, Blasen und Hosen. Ja, und dann habe ich 1, 2, 3, 4 Sport-BHs. Ich trage ja fast nur Sport-BHs. Und 2 so Langarm-Sport-Shirts. 3 Leggings, reicht das? Ja. So sieht er jetzt aus. Der sieht auch richtig bunt aus. Aber egal. Schwierig. Dann habe ich schon eingepackt. Ich muss noch die ganzen Gastgeschenke und so da reinkriegen. Oh Gott, oh Gott. Okay. Okay. Mein Koffer ist fertig. Das ist das große Ding. Und ich werde den jetzt wiegen, beziehungsweise werde ich mich wiegen und dann mich mit dem Ding im Arm. Ich wiege mich nie, by the way. Der Koffer hat 22 Kilo gewogen. Ich muss jetzt mein Zimmer aufräumen. Und der Handgepäckkoffer ist noch hier drin. Boah, so pretty, so clean. Bye bye, schönes Zimmer. I'm leaving. Ich liebe die Sonne. Es ist, glaube ich, 20 nach 10, 22 irgendwas. Und ich fahre jetzt los zu meinem besten Freund und hole den ab. Und dann fahren wir irgendwie 2 Stunden rum und... Oder keine Ahnung, was wir machen. I'm so excited. Hallo. Irgendwie ist mir jetzt gerade voll unangenehm zu vloggen, weil ich habe Angst, dass jemand reinkommt oder so. Ich bin durch die Sicherheitskontrolle durch und ich habe mich verabschiedet. Jetzt suche ich das andere Mädchen, was mit mir fliegt und dann gehe ich zum Gate. Oh, mein Herz tut so weh. Okay, also ich habe nicht viel von dem Flug mitgefilmt, weil es alles sehr, sehr stressig war. Also ich habe fast meinen einen Flug verpasst, weil der andere zu spät war und es war sehr, sehr stressig. Ich musste den ganzen Flughafen rennen. Aber letztendlich habe ich den Flieger bekommen und es ist auch eine Sache passiert. Eins unserer Mädchen wurde fast nicht mitgenommen wegen so einer kleinen dummen Sache und es war mega stressig alles. Aber wir waren dann im Flieger und es war sehr angenehm. Ich habe 6 Stunden, also der Flug ging 8,5 Stunden, aber ich habe 6 Stunden, glaube ich, Sudoku gemacht. Und ich habe das Album Happier Than Ever von Billie Eilish durchgehört. Das waren nämlich die einzigen Lieder, die ich runtergeladen hatte. Aber das erzähle ich später auch noch, wie das war. Und die Landung war so krass, da ist mein Handy aus der Hand gefallen. Ja, und dann haben wir unser Gepäck gesucht und so. Das war's eigentlich schon. Bye, bye. Ich suche gerade meinen Koffer, der ist irgendwie weg. Hello. Ich bin jetzt in meiner Gastfamilie angekommen. Es ist
21 Uhr, aber für mich schon 3 Uhr nachts. Ich weiß nicht, ob er mich versteht. Ich weiß aber auch nicht, wie hellhörig das Haus ist und wie viel man hört. Ich bin müde. Ich habe heute so viel erlebt, aber ich habe nicht mitgefilmt, weil entweder war es mir zu peinlich, es ist nichts passiert, oder es ist so krasses passiert, dass ich es nicht mitfilmen könnte. Okay, also wir sind vom Flughafen zum College gefahren und dann habe ich meine Gastfamilie kennengelernt. Und erstmal, das College sieht so geil aus, es sieht so krass aus, es sieht so viel besser aus als erwartet. Also es ist so schön. Und außerdem waren da einfach so Rehe. Da sind einfach Rehe rumgelaufen und das klingt jetzt erstmal so voll banal. Aber da waren einfach so 6 Rehe und 2 Rehkitze und die liefen einfach so über den College Campus. Und irgendwie war das voll cool. Außerdem waren da Tennisplätze und die Tennisplätze waren einfach blau. Und ich war so, da will ich Tennis spielen. Aber ich habe erfahren, dass es kein Tennisteam gibt. Das heißt, ich werde eventuell ins Volleyballteam gehen und sonst spiele ich einfach so Tennis und gehe ins Fitnessstudio. Ich habe voll den Kulturschock gerade irgendwie, weil ich bin halt hierher gekommen und es ist alles so komplett anders, als man dachte. Nee, irgendwie auch nicht. Es ist auch irgendwie so, wie ich es mir dachte. Aber ich finde, man muss sich ja halt erstmal so an die Menschen gewöhnen und zum Beispiel an die Gerüche von Menschen und an das Zusammensein mit Menschen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann gar kein Englisch mehr. Also ich hatte ja Englisch LK und ich hatte immer das Gefühl, ich kann fließend Englisch. Aber in so Situationen, in denen ich jetzt Englisch brauche, bin ich gerade so, es sind so ganz viele kleine Dinge. Ich glaube, an die muss man sich erst gewöhnen. Und dann wird es richtig geil. Also ich glaube, ich bin mega begeistert, aber einfach viel zu müde, weil es ist schon 3 Uhr nachts für mich. Der Flug war nice. Ich habe auf dem Flug die gleichen 7 Billie Eilish Lieder gehört, also von ihrem neuen Album Happier Than Ever. Das waren nämlich die einzigen Lieder, die ich auf Spotify runtergeladen hatte. Ich weiß nicht warum. Und die kann ich mittlerweile auswendig. Ich habe die komplett analysiert. Ich kenne jeden Atemzug in diesen Liedern. Ich freue mich so krass aufs College. Naja, egal. Und ich habe einfach so 6 Stunden Sudoku gemacht. Selbst ich habe die Landung verpasst, weil ich das Sudoku noch fertig kriegen wollte. Und ich habe einfach New York City nicht gesehen, weil ich so vertieft in Sudoku war. Und wir hatten so heftige Turbulenzen, das war wie eine Achterbahn. Das war richtig lustig. Ich liebe Turbulenzen. Wer sagt sowas? Egal. Ja, ich habe sehr schlecht mitgefilmt, aber wir waren halt 5 Mädchen und ich will nicht bei 5 Mädchen in der Gruppe die Kamera rauszücken und sagen, hi, ich stehe jetzt am Flughafen. Der Abschied war so schwer. Und Spaß, ich habe so geheult. Also ich habe mich ja so stufenweise von den Leuten verabschiedet. Vor einer Woche, nee, am 22. von meinen Eltern, dann am 24. von meinen Brüdern. Da waren wir abends noch bei KFC und wir waren auch Sushi essen. Und bei KFC holen wir jetzt immer diese Lava-Schokokuchen. Die gibt es auch bei Peter Pan, aber bei KFC kosten die nur 1 Euro. Und die sind einfach sehr, sehr lecker bei KFC. Auch wenn die nur aufgetaut sind, aber egal. Und da war ich so traurig. Ich habe immer jetzt Spaß. Und ich habe mich auch noch von meinen Freunden so verabschiedet. Und es war so ein Pain heute. So, bei meinem Auslandsjahr hatte ich sogar keine einzige Träne verdrückt. Aber diesmal war es halt echt hart. Da liegt links von mir so ein Geschenkkorb. Und ich gucke es mir jetzt halt an, weil ich wissen, was da so drin ist. Wir haben diese Woche noch echt viel geplant. Ich bin den ganzen Tag eigentlich immer alleine. Ach nee, ich lerne morgen meine Gastschwester kennen. Ich habe heute nur meinen Gastbruder und meine Gasteltern kennengelernt. Ich habe denen schon die Gastgeschenke gegeben und es war so geil. Der Vater hat einfach Essen gemacht und es war so super gesund und super lecker. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie sehr, sehr gesund sind, weil sehr, sehr viel Obst im Haus ist. Es ist Obst im Haus. Die trinken nur Mandelmilch und diese Cornflakes, man erkennt an den Cornflakes schon, wie gesund jemand lebt. Ja, mal gucken. Es gibt so viel zu erzählen, aber ich bin einfach viel zu müde, aber ich will es trotzdem erzählen, weil es ist wie so ein Tagebuch für mich und für dich jetzt auch. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich sehe so fertig aus. Es ist 8:30, ich habe bis um 8 Uhr geschlafen. Das heißt, ich habe irgendwie 11 Stunden geschlafen. Ich glaube, ich gehe jetzt joggen, weil ich so ein bisschen von der Nachbarschaft sehen will.
Und danach gehe ich frühstücken und so. Es ist nämlich niemand zu Hause, weil die alle immer arbeiten bis 17, 18 Uhr. Ja, und dann habe ich mir so einen Plan gemacht für Social Media heute und ich will meinen Koffer ausräumen und ja, Videos schneiden und so weiter. Und ich glaube, ich gehe doch nicht joggen. Weil ich weiß nicht, ob man das sieht. Nein, tut man nicht. Man sieht es nicht, aber es sind 25 Grad draußen. Und es ist sehr so stickig. Hi. Okay. Und hier sind meine Gastgeschenke. Also ich habe ganz viel Milka-Schokolade, ganz viel Haribo da hinten. Dann Mensch, ärgere dich nicht, Uno, Schnitzel und... Ja, und dann noch zwei Foamy-Produkte, also so festes Shampoo für meine Gastschwester. Und noch ein großes Kochbuch, keine Ahnung, wo das hin ist, dieses German Cooking. Ich habe gerade mein Frühstück gemacht und sie haben mir gesagt, dass ich immer deren Obst benutze, also so essen kann und so. Und außerdem haben die nur Mandelmilch, beziehungsweise Mandel-Vanille-Milch und ich trinke ja keine richtige Milch mehr. Und das war mega so perfekt, weil ich hatte Angst, dass ich jetzt so Umstände bereite, wenn ich sage, ja, ich trinke keine normale Milch. Keine, was ist denn normale Milch? Keine Kuhmilch. Mein erstes Frühstück. Ah. Ach Leute, hier liegt das Buch. Ja, und wir haben schon gesagt, wir machen Spätzle, weil... Hi. Ich habe jetzt geduscht. Ich saß wie eine Nonne, weil es so lang ist. Und ich schminke mich jetzt und dann packe ich meinen Koffer aus und gucke, was da drin ist in diesem Korb. Ich werde es die ganze Zeit schon angucken. Aber ich wollte mich jetzt erstmal ein bisschen schminken. Die Gastschwester, meine Gastschwester kommt nämlich in einer Stunde. Und die lerne ich dann kennen. Die Dusche hier ist einfach pink. Ich weiß ja noch nicht, wie viel ich von dem Haus zeigen will, darf, kann, was auch immer. Weil es ist halt nicht meins und ich finde es auch nicht fair, von einer fremden Familie sozusagen im Internet was zu posten. Deshalb ist das schon für mich sehr viel. Also ich weiß nicht, ob man es gestern gemerkt hat, aber ich war sehr, sehr überfordert mit allem. Also nicht überfordert, ich war sehr überrumpelt. So zum Beispiel, mein Zimmer ist halt unten im Keller. Ich habe kein Zimmer oben oder so, sondern unten im Keller. Und es ist auch kein Regisseur, das hier sind zum Beispiel nur so Vorhänge so. Und dahinter ist noch eine Couch, ein Billardtisch und so weiter. Ich war am Anfang ein bisschen überfordert, weil ich nicht, keine Ahnung. Es ist was Neues und alles was Neues ist manchmal ein bisschen überfordernd. Ja, aber ich bin heute Morgen aufgewacht und war richtig so null überfordert, einfach happy. Jetzt bin ich auf jeden Fall nicht mehr so überfordert. Und ich freue mich einfach nur mega krass aufs College, weil ich bin so geflasht von gestern, als wir da so lang gefahren sind. Und ich habe es noch gar nicht erzählt, ich habe schon mal überlegt, ob ich mir hier ein Auto besorgen sollte irgendwie, ein günstiges, was man danach wieder verkaufen kann oder so. Weil mein Schulweg ist relativ lang, also 40 Minuten mit dem Bus. Ich will mich gar nicht beklagen. Ich weiß, danach kamen Kommentare so, es ist voll okay, 40 Minuten mit dem Bus zu fahren, ich fahre so und so viele Stunden. Aber die Busse fahren halt auch nicht immer und ich habe komische Zeiten, wann ich Unterricht habe. Und deshalb wäre ich gern einfach flexibel. Das ist so ein Luxuswunsch sozusagen. Ich habe das überlegt und meine Gasteltern supporten das voll. Die meinten so, ja, das ist voll okay. Und die haben mir so die Route gezeigt nach Hause. Die ist super einfach, super schön und Spaß. Ich würde am liebsten nur rumfahren. Ja, also mal gucken. Ich update dich auf jeden Fall, ob ich das mache oder nicht und ja, mal gucken. Also ich packe jetzt meine beiden Koffer aus. Ich habe ja den, dann einen Rucksack und noch den und ich hasse es, aus dem Koffer zu leben. Es stresst mich voll und ich finde nie Sachen. Deshalb räume ich jetzt alles aus und tue alles in diesen Schrank und auf meinen Dingsensbumsens hier. Also ich habe jetzt die Sachen hier ausgepackt aus dem Korb und das sind voll die süßen Sachen. Die sind auch voll so... passend für mich, außer dass ich mit meinem iPad eigentlich College mache. Als erstes sind hier Post-its drin, dann ein Notizbuch. Auf meinem Schreibtisch da vorne liegt auch ein Notizbuch, was ich aber gerade erst entdeckt habe. Ich liebe Notizbücher, kann für alles benutzen. Dann ein Writing-Prompt sozusagen, keine Ahnung. Und zwar sind das so 400 Vorgaben, worüber man schreiben soll. Zum Beispiel, hast du dir schon mal was gewünscht, wenn du eine Sternschnuppe gesehen hast? Oder was würdest du machen, wenn du die Welt regieren könntest oder so? Und dann sind hier immer so Zeilen frei für diese kleinen Texte. Auch sehr cool. Ich liebe sowas. Ich liebe Schreiben. Ich wollte ja früher auch Autorin werden. Dann sind hier nochmal zwei kleine Notizbücher. Wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir mit den ganzen Notizbüchern machen. Okay, meine Kamera ist gerade einfach ausgegangen und dann habe ich noch was anderes gemacht und keine Ahnung. Auf jeden Fall diese drei Notizbücher.
habe ich glaube ich schon gezeigt, dann das Writing Prompt. Dann ist hier noch ein Notizbuch, das lag auf meinem Schreibtisch, das habe ich gerade erst entdeckt, und zwei Kulis, und zwar dieses hier, und ich werde das ein bisschen als Tagebuch, Journal, was auch immer benutzen. Ich habe ja auch meinen persönlichen Kalender dabei, den ich mir auf Instagram gezeigt habe. Den werde ich vor allem fürs College und so benutzen, aber das hier ist dann wirklich mein Journal. Ich habe auch noch ein anderes Journal. Ich habe hier noch dieses von Adorable Caro, das gab es auf Amazon. Dieses Take Your Own Time. Da schreibt man jeden Tag so ein paar Fragen, also beantwortet man jeden Tag so ein paar Fragen. Und ich liebe das, das habe ich gestern auch im Flugzeug gemacht, mal abgesehen von den vielen Sudoku. Ja, und da werde ich halt aber auch so tiefgründigere Gedanken reinschreiben. Und dann diese Kladde sozusagen, also erstmal mega süß. Ja, und dann, das ist mega cool, und zwar ist das ein Kreativbuch. Hier ist ein Stift und Kleber dran und dann sind hier immer so bunte Seiten, die man irgendwie kreativ gestalten soll. Süß. Und ich habe schon ein bisschen meinen Koffer ausgeräumt. So semi. Mein Koffer liegt da immer noch so zur Hälfte. Ja, auf jeden Fall ist das hier schon meine halbe Kleiderstange. Dann habe ich da unten schon einiges eingeräumt und da. Meine Geschwister und ich gehen jetzt an einen See und essen da. Ja. Hello. Ich schminke mich jetzt gleich, weil ich gerade nicht weiß, was ich so machen soll. Ich hatte gerade die Idee, dass ich einfach zu Target, Starbucks und dieser ganzen Mall laufen könnte, weil die ist nur 1,6 Kilometer entfernt und ich dachte mir so, ja easy, dauert 25 Minuten oder 20, keine Ahnung. Aber es sind gerade 33 Grad draußen und es ist halt sehr, 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 sehr starke Sonne. Also ich glaube so 7er UV-Index. Und ich neige halt dazu, wenn es zu warm wird, relativ schnell umzukippen. Und das möchte ich nicht. Aber ich muss eigentlich zu Target und so laufen, weil ich habe meinen Adapter nicht mitgebracht aus Deutschland. Ich habe ihn vergessen. Das heißt, ich kann nur mein Handy laden, weil ich so einen Stecker bekommen habe. Aber nicht mein Laptop, nicht mein iPad. Ich kann keine Videos schneiden oder sonst was. Bis 16 Uhr bin ich jetzt alleine. Dann gehen mein Gastvater und ich ins Gym. Und ich bin halt schon seit 4 Stunden wach, seit 7. Weil mein Körper mich geweckt hat. Ich durfte mir heute Morgen Klamotten aussuchen von einer Workout-Marke, die ich über alles liebe. Die ich immer trage. Ich bin so happy. Mein erster Tag war gestern und es war ein extrem schöner Tag. Also erstmal, ich bin morgens um 8 Uhr aufgewacht und ich war erstmal den Vormittag alleine zu Hause, wie ich schon gesagt habe. Und das war mega cool. Also ich habe erstmal meinen Koffer ausgepackt, ich habe Leute zu Hause angerufen. Meine Gastschwester kam nach Hause und ich habe die gestern erst kennengelernt, weil die war an dem Abend, an dem ich angekommen bin, gar nicht zu Hause. Und meine Gastschwester und ich waren dann an so einem See. Sie meinte so, ja, lass mal da hinfahren. Der See, traumhaft schön. Der ganze Staat ist, also das, was ich jetzt gesehen habe, ist sehr, sehr schön und sehr grün. Ich hatte auch ein bisschen Angst, sie kennenzulernen, weil so gleichaltrige Mädchen, ich verstehe mich eigentlich mit allen gut, aber ich habe auch Angst vor Mädchen. So. Vor allem, wenn ein Mädchen was Gemeines zu mir sagt, nehme ich mir das eher zum Herzen, als wenn ein Junge was Gemeines zu mir sagt. Deshalb ist das ein bisschen... Und dann ist mein Gastvater zurückgekommen, wir sind zum Fitnessstudio gefahren und haben mich da angemeldet. Es war so lieb, einfach alles da. Ja, auf jeden Fall, und dann ist meine Gastmutter nach Hause gekommen und mein Gastbruder. Und dann sind wir alle zusammen zum Strand gefahren. Da war nämlich so ein kostenloses Live-Konzert und der Strand war so schön. Ich habe ein Bild auf Instagram gepostet. Es war so schön und da war ein Sonnenuntergang und ich liebe Sonnenuntergänge und da waren Palmen und das war nicht voll und es war einfach nur schön und das Wasser war sogar warm. Aber ich war nicht schwimmen leider. Es war einfach nur traumhaft schön. Ja, und da waren wir dann und mein Gastbruder und ich sind so rumgelaufen. Übrigens, meine Gastfamilie ist viel kleiner als ich. Also so irgendwas zwischen 1,50 und 1,60 kann ich leider nicht sagen. Also ich bin 1,80, meine ganze Familie ist irgendwas zwischen 1,75 und 1,95. Durch mein Umfeld fühle ich mich halt immer so voll normal und meistens fühle ich mich relativ klein, wenn ich zum Beispiel zwischen meinen Brüdern stehe oder zwischen Freunden oder so. Und ich liebe es, mich klein zu fühlen. Das ist voll angenehm so. Ich habe auch kein Problem damit, groß zu sein. Aber hier fällt es mir halt jedes Mal wieder auf, so, oh mein Gott, du bist so groß. Deine Beine sind so breiter als von anderen und länger und du bist generell einfach größer. So, keine Ahnung. So, ich habe jetzt keine Komplexe dadurch bekommen. Die hatte ich früher. Und ich lerne jetzt die Beziehungspartner der beiden Kinder kennen am Wochenende. Meine Kamera ist gleich leer. Das sind nur so ein paar Updates. Ja. Hello. Ich habe mich geschminkt. Dann habe ich einen Livestream gemacht und jetzt mache ich gerade mein Bett. Es ist mittlerweile 12:15.
Mein Gastvater meinte, der hat mich gerade angerufen, meinte so, ja, wir gehen später ins Gym, aber er meinte, es ist kein Problem, da hinzulaufen. Deshalb überlege ich mir gerade, ob ich trotzdem noch hinlaufe. Und ja, wie gesagt, ich mache gerade mein Bett. Okay, wenn mein Akku leer ist, dann ist vorbei mit Vloggen. Nee, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall hoch und dann lege ich mich entweder nach draußen in die Sonne, im Bikini, das wäre cool, weil die haben so eine Hängematte. Oder ich gehe zu Target, aber eigentlich habe ich gerade keine Lust zu laufen. Ja, mal gucken. Wir gehen jetzt ins Gym. Okay, ich muss mich fertig machen. Ich freue mich voll. So, endlich ist es im Gym. So. Okay, ich muss mir jetzt fertig machen. Ich habe mal wieder vergessen, ein Outro zu drehen, aber mittlerweile ist es der 28. August. Also ich bin seit 3 Tagen hier und ich bin mega, mega happy. Heute war auch ein extrem schöner Tag. Es ist Samstag und meine Gastmama und ich waren 4 Stunden unterwegs und haben uns einfach die Gegend angeguckt. Es ist sauschön alles. Und hier kann man extrem viel shoppen. Es gibt so einen mega geilen Craft Store, also für alles mögliche. Es ist so nice und ich freue mich so darauf. Ja, und dann waren wir heute Abend, haben Spieleabend gemacht und waren danach einkaufen und es war so nice. Also, das sind so die letzten Updates der letzten Tage. Ja, ich hoffe, dir hat der Vlog gefallen. Du hast noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.